Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, willkommen zurück. Nachdem wir eben mit Joe Kieser über die Politik geredet haben, kommen wir jetzt zur Politik selbst, genauer gesagt zum transatlantischen Verhältnis. Mein Name ist Marc Schiffauer und ich würde gerne mit einer persönlichen Bemerkung in dieses staatstragende Thema einführen. Ich habe Amerikanistik studiert, lange in Amerika gelebt, habe heute noch Freunde in New York, San Francisco und in Seattle. Ich liebe die Vereinigten Staaten, aber sie sind mir auch ein bisschen fremd geworden in den letzten Jahren. Ja, ich wünsche mir, dass Joe Biden gewinnt, weil ich glaube, dass wir uns dann wieder näher kommen und uns ein bisschen lieber mögen. Das ist meine Überzeugung, die mögen Sie nicht teilen, aber ich wollte sie hier einmal sagen. Wenn Sie sich fragen, wie viele da draußen, was macht denn ein Amerikanist den ganzen Tag? Er liest Bücher. Eins davon, das muss man gelesen haben, wenn man das Fach studiert, heißt Democracy in America. Das hat ein Franzose geschrieben, ein adliger Franzose vor fast 200 Jahren. In den 1830ern. Der ist 2 Jahre lang durch die USA gereist und hat sich angeguckt, wie denn die USA so funktionieren. Und weil wir hier bei der Zeit sind, darf ich mit einem Zitat beginnen. Von de Tocqueville natürlich. Europa und Amerika können niemals unabhängig voneinander sein. So zahlreich sind die natürlichen Bande zwischen ihren Wünschen, ihren Ideen, ihren Gewohnheiten und ihren Gebräuchen. Wie unabhängig wir voneinander sind und sein können, darüber reden wir jetzt. Wie nah und fern wir uns geworden sind, ob wir Europäer jetzt wirklich unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, wie es die Bundeskanzlerin schon gesagt hat, ob zu befürchten steht, dass unter einem Präsidenten Donald Trump die USA die NATO verlassen oder es mit einem Präsidenten Joe Biden zurück in eine Zukunft geht, die eigentlich schon lange vorbei ist. Darüber diskutiert es auf eine Runde, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Mit dabei ist Sigmar Gabriel, Vizekanzler und Außenminister AD, der zuletzt bei uns im Konvent-Podcast gesagt hat, Europa braucht einen gemeinsamen Blick auf die Welt. Wie dieser gemeinsame Blick aussehen kann, darüber werden wir sprechen. Und dabei ist John Kornblum, amerikanischer Botschafter in Berlin AD. Er hat in einem Essay geschrieben, Europas Erfolg wird in erster Linie von den Visionen abhängen, die es zusammen mit den Nationen des Atlantik entwickelt hat. Wie diese Visionen aussehen und wer die Nationen des Atlantiks sind, darüber wird John Kornblum sprechen. Mit dabei ist auch Tina Hassel von der ARD. Schöne Grüße nach Berlin, sie leitet dort das ARD-Hauptstadtbüro. Und mein Kollege Klaus Brinkbäumer. Wir haben es noch nie live gesehen, nur E-Mails geschickt. Schöne Grüße an Klaus. Klaus ist Journalist. Er schreibt für die Zeit und für Zeit Online und hat einen Podcast mit Rieke Havertz zusammen, Okay America. Damit hat er in den letzten Monaten die Wahl begleitet. Ich bin großer Fan des Podcasts. Er hat zusammen mit Stefan Lambi eine Doku gedreht, Im Wahn, die amerikanische Katastrophe, die Sie noch bei der ARD in der Mediathek sehen können. Ein bisschen Werbung für die ARD darf auch sein. Wir unterstützen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, die Doku gibt es auch als Buch. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Jetzt mit Klaus Brinkbäumer und seinen Gästen. Klaus, over to you. Vielen Dank für die Einführung. Ich beginne mit einer ja geradezu privaten Frage an alle drei. Und zwar, Mr. Ambassador, Herr Kornblum, bei Ihnen zuerst. Wie haben Sie die letzten 48 Stunden verbracht? Haben Sie überhaupt geschlafen? Ja, natürlich habe ich geschlafen. Heute nicht so viel, weil es 5 Uhr morgens hier bei mir ist, aber sonst schlafe ich sehr gut. Wie haben Sie die Wahl verfolgt? Ja, natürlich, natürlich. Wie genau? Und, es sieht, als ob es gut ausgeht. Tina Hassel? Ja, ich hatte wie bei der letzten Wahl auch mein Airbed aus dem Schrank geholt, habe teilweise gesendet und teilweise eben einfach auch mich ein bisschen ausgeruht und habe dann, ich sage jetzt mal, die Schockwellen oder die Wellen der Ratlosigkeit in dem Fall dann hier verfolgen können in Berlin, weil immer mehr Politiker ja dann frühmorgens an zum Interview waren und man wirklich mitbekommen konnte, hautnah, wie ratlos die meisten waren. Haben Sie versucht, die unterschiedlichen amerikanischen Erzählungen jetzt auch während der eigentlichen Wahl zu verfolgen, also CNN gegen Fox zu stellen, zu erkennen, wie die Narrative sind? Soweit das ging, also Fox und CNN laufen und liefen die ganze Nacht. Aber sagen wir mal, mein Fokus bei dieser Wahl war ja eigentlich immer abzuklopfen, was bedeutet das für Europa und in dem Fall jetzt für deutsche Politik und vor allem
zu sagen, nicht immer nur alle auf Präsident Trump schimpfen oder sich hinter ihm zu verstecken oder ihn als Vorwand zu nehmen, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern zu sagen, so, was heißt denn das jetzt? Und das war so mein Fokus. Herr Gabriel, aus Ihrer Zeit als Außenminister wissen wir, wie sehr Sie sich um transatlantische Beziehungen gekümmert haben. Ich weiß es aber auch aus Gesprächen in den vergangenen Jahren. Sie sind jetzt Vorsitzender der Atlantikbrücke. Wie haben Sie die Wahl verfolgt? Wie sehr waren Sie ja ständig on air? Nee, ich habe ganz gut geschlafen, weil ich ehrlich gesagt zu denen gehört habe, die den amerikanischen Journalisten geglaubt haben, die schon seit langer Zeit vorhergesagt haben, dass es eine knappe Wahl wird. Und dass eher man noch ein paar Tage nach dem Wahltag zählen wird. Ich fand die Argumente einleuchtend. Das erste Mal ist das übrigens im Dezember des letzten Jahres von der Eurasia Group von Ian Bremmer in New York mal dargestellt worden, der unter den 10 größten Risiken der Welt diesen Wahlgang auf Nummer 1 hatte. Und alles, was danach so in Amerika berichtet wurde, deutete eher darauf hin, dass das passiert, was jetzt passiert. Und da habe ich gedacht, ausgeschlafen blickt man besser auf diesen Blick, auf diese Lage, als wenn man da übernächtig zuschaut. Es lebt sich auch gesünder ausgeschlafen. Ja. Herr Kornblum, Sie sagten gerade, es sei Grund gegeben für Optimismus. Ich möchte das, was wir bisher wissen, diskutieren. Und bevor wir natürlich zur Außenpolitik und zu transatlantischen Beziehungen kommen, selbstverständlich die Wahl diskutieren, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich mitfiebern, davon darf man ja ausgehen in diesen Stunden. Was haben Sie bisher gelernt? Was habe ich bisher gelernt? Naja, ich habe vieles gelernt natürlich, weil wir alle wahrscheinlich sind Teil einer Gruppe, einer Gemeinde, die nicht daran geglaubt haben, dass ein Donald Trump die Welt so durchrütteln könnte, wie er das getan hat. Und dass die Fundamente, die für uns so wichtig sind, auch ziemlich durchgeschüttelt werden würden. Aber jetzt inzwischen habe ich festgestellt, dass was viel Tieferes stattfindet als Donald Trump. Der ist eher, wie man so schön sagt, das Ergebnis und nicht die Ursache von der Entwicklung. Und ich glaube, für uns alle ist sehr, sehr wichtig, jetzt diese Entwicklung zu verstehen und vor allem zu verstehen, dass das eine gemeinsame Entwicklung ist. Und da ist eher meine Botschaft an Europa und vor allem an Deutschland. Die gemeinsame Botschaft ist, meine Botschaft ist, dass der Westen, wie wir ihn verstehen und wie wir nicht erst seit 1945 haben, sondern seit dem 17. Jahrhundert haben, ist eine Gemeinschaft, die da ist, die wird sich nicht ändern. Und die Frage ist, wie handhaben wir das? Welche Ziele haben wir? Und gerade für Deutschland versteht man, dass man jetzt eine nicht führende Rolle ist, zu stark gesagt, aber sehr wichtig sein wird für die Definition dieser Gemeinschaft in den kommenden Jahren. Und um diesen Punkt zu unterstreichen, gehe ich öfters zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie fragen, wann ist uns Amerikanern ein Weltfremd geworden, dann können Sie sagen, in den beiden Weltkriegen. Aber wir haben die Gemeinschaft nicht abgelehnt, sondern wir haben die Gemeinschaft gerettet, zweimal in dem 20. Jahrhundert. Und jetzt liegt es an den Europäern, ein bisschen mehr Initiative. Ich sage ein bisschen mehr, weil ich sage nicht, dass alles grundsätzlich geändert werden muss, aber ein bisschen Initiative zu nehmen, um so sicher zu sein, dass diese Gemeinschaft auch in der Zukunft auch gesund bleibt. Dann, Sie haben das Thema schon eröffnet, dann bleiben wir kurz da. Ich komme nachher natürlich nochmal auf Donald Trump zurück. Herr Gabriel, liegt es an den Deutschen, die Beziehungen jetzt zu, ja, wie soll man sagen, restabilisieren oder wiederzubeleben? Ja, es gibt, glaube ich, Aufgaben auf allen Seiten, auch bei den Deutschen. Vor allen Dingen, glaube ich, ist das wichtig bei uns, dass wir ein paar Missverständnisse beseitigen, die es ja bei uns gegeben hat. Das geht erstens damit los, dass, finde ich, hat Botschafter Kornblum eben richtig gesagt, wir dürfen nicht immer glauben, es läge alles an Donald Trump. Donald Trump ist eher, wie Herr Kornblum das gesagt hat, das Ergebnis einer Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und nicht sozusagen die Ursache. Er hat diese Spaltung vertieft, aber es wäre, glaube ich, interessanter für uns, wenn wir beginnen würden, uns mit dem Teil der amerikanischen Gesellschaft zu befassen, die sich jetzt zum zweiten Mal
in einer, wenn Sie so wollen, Trump-Koalition zusammengefunden haben. Wir haben ja, erstens haben wir die ganzen letzten Jahre immer irgendwelche Psychogramme über Donald Trump aufgeschrieben, so uns als Hobby-Freuds da betätigt und haben viel weniger auf die amerikanische Gesellschaft geschaut. Und wenn wir drauf geschaut haben, dann oft mit so einem herablassenden Blick nach dem Motto, das sind alles irgendwie ungebildete Leute, die dem dahinterherlaufen, das ist ja alles nicht wahr. Sondern es gibt kulturelle, es gibt religiöse, es gibt soziale, es gibt ökonomische Gründe, dass es diese Koalition von Trump gibt und die wird ja weiter existieren, auch wenn er, wie ich vermute, nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleiben wird. Man wird mal sehen, ob die Republikanische Partei, die Trump ja auch verändert hat, das zum Gegenstand ihrer sozusagen Wählerkoalition machen will. Aber das ist das Erste, was wir, glaube ich, machen müssen. Erst wenn wir verstehen, warum Menschen Donald Trump zweimal unterstützt haben und warum es diese Spaltung gibt, erst dann, glaube ich, haben wir einen richtigen Approach zu überlegen, was wir eigentlich tun müssen, um mit dieser Gesellschaft in Kontakt zu bleiben. Das Zweite ist, wir müssen aufhören, glaube ich, das gilt gerade für meine Organisation, dieses traditionelle Verhältnis ausschließlich im Blick zu haben, das Amerika von morgen, das lateinamerikanische, das afroamerikanische, das asiatische Amerika kennen wir eigentlich gar nicht. Wir sind West- und Ostküsten zentriert und auf die klassischen transatlantischen Eliten. Ich glaube, dass wir dieses andere Amerika viel mehr in den Blick nehmen müssen, übrigens auch, weil die sich viel weniger für Europa interessieren. Das ist ja was Normales, wenn die eigenen Vorfahren nicht mehr aus Europa stammen. Und das Dritte ist, ich glaube, wir müssen auch aufhören zu träumen, dass alles wieder gut ist, wenn jemand im Weißen Haus sitzt, den wir irgendwie netter finden. Der große Unterschied zwischen Donald Trump und Biden ist ja vor allen Dingen der, dass Biden Allianzen schätzt und auch weiß, dass auch Amerika im 21. Jahrhundert Partner braucht. Für Trump ist die Welt so eine Arena, wo die großen Jungs auf der Welt Deals machen und die anderen haben gefälligst zu folgen. Ist ein bisschen Yalta 2.0. Und mit Biden haben wir jemanden, der, glaube ich, der für uns nicht bedeutet, dass es die ganzen Konflikte nicht mehr gibt. Russland, China, Nord Stream, Handelskonflikte, das wird alles bleiben. Aber der gesprächsbereit und gesprächsfähig ist. Der wird uns allerdings auch fordern. Der wird uns auch herausfordern. Und das, glaube ich, ist das Erste, was wir machen müssen, uns mit dieser neuen Idee von transatlantischer Zusammenarbeit auseinandersetzen und uns über unsere Rolle in der Welt im Klaren werden. Und das ist vor allen Dingen für uns Deutsche ja etwas, was wir eigentlich ungern möchten. Wir waren mal so große Alkoholiker der Macht, dass wir jetzt uns in die Abstinenz gerettet haben und damit die Welt auch. Und jetzt erneut im europäischen Kontext über geopolitische Macht zu reden und eine eigene Rolle zu finden, das ist für uns Deutsche nicht so einfach, aber wir müssen das machen. Ich komme nachher oder gleich zu einem potenziellen Präsidenten Biden nochmal zurück. Frau Hassel, was haben Sie gelernt in den letzten 48 Stunden aus dieser Wahl? Was sind Erkenntnisse? Zum einen, dass unsere Diagnosefähigkeit, was Amerika angeht, auch bei denen, die, wie ich ja auch, Jahre da gelebt haben, dieses Land mögen, enge transatlantische Kontakte haben, viel gesprochen haben mit amerikanischen Freunden vor der Wahl, aber trotzdem, dass unsere Diagnosefähigkeit, ja, ich sage jetzt mal, nur eingeschränkt ist oder sich eben wirklich ja nur auf einen Teil dieser doch viel, viel breiteren amerikanischen Gesellschaft richtet, dass da vielleicht viel Faktor Hoffnung dabei war, im falschen Sinne. Uns allen war klar, dass die Wahl knapp wird, aber dass Trump und nicht nur Trump als Person, sondern der Trumpismus, sage ich jetzt mal so, was dahinter steht, so stark immer noch ist, sich eben nicht entzaubert hat, kein Ausrutscher war, das haben wir vielleicht uns doch ein bisschen schönreden wollen und das wäre meine eine und erste Erkenntnis Erkenntnis nach 48 Stunden. Die zweite ist, hat mich auch erstaunt, das hat mit dieser fehlenden Diagnosefähigkeit zu tun,
tun. Es sind eben nicht nur alte weiße Männer, die für Trump gewählt haben, sondern ich sag mal ältere, ich will jetzt gar nicht despektierlich sein, aber ältere weiße Wähler wie in Florida, die haben sich in Teilen eben gerade gar nicht mehr so sehr zu ihm gewendet oder an ihn gewendet, sondern es war das, worauf man demografisch ja die Hoffnung setzt. Es gab sehr wohl einen Teil der Latino-Votes, die dahin gingen und sogar einen Teil auch von Black Vote, also schwarzen Amerikanern. Auch das ist etwas, was man hier wahrnehmen muss, weil es ja nicht nur in Amerika spielt, sondern all das, wir ja überlegen müssen, was bedeutet das für uns, denn fast alles, was in Amerika stattfindet, kommt ja etwas zeitversetzt auch auf Europa oder auf Deutschland zu. Und das Dritte, und das war für mich eigentlich das Frappierendste, die frappierendste Feststellung war, jetzt reden alle deutschen Politiker wieder von Weckruf. Ja, es muss ein Weckruf sein und ein Weckruf sein, ist ja fast mantraähnlich. Da frage ich mich, wie tief haben wir denn alle hier geschlafen? Denn ich sag mal, die letzte große Münchner Sicherheitskonferenz hieß ja schon Restlessness. Ja, und was haben wir daraus gelernt? Schon das Jahr davor, Jahre davor wurde gesprochen, sind wir endlich weltpolitikfähig? Und jetzt wachen alle wieder auf, reden wieder von Weckruf. Es gab auch gestern Politiker, die gesagt haben, ja, wir sind nicht vorbereitet auf das, was da kommt und auch nicht auf eine zweite Amtszeit von einem Präsidenten Trump, so sie denn käme, jetzt gar nicht präjudizierend. Und da müssen wir Deutschen, sage ich jetzt mal, uns einfach fragen, und da sind wir Medien mitgemeint, in welchem außenpolitischen Tiefschlaf bewegen wir uns? Wieso sind wir in Deutschland nicht in der Lage, wirklich außenpolitische Debatten zu führen und auch nach außen zu führen, anders als in anderen Ländern, wo ich gelebt habe. Und das war für mich die dritte Lehre, um es kurz zu machen. Bleiben wir noch mal kurz in Amerika. Herr Kornblum, was verstehen wir nicht über Amerika und was verstehen die USA möglicherweise auch über sich selbst nicht? Ich meine, die Prognosen vor der Wahl in den letzten Tagen lauteten ja einhellig, dass Joe Biden jedenfalls klar gewinnen könne, nicht unbedingt gewinnen würde, aber es war sehr viel Optimismus auf der demokratischen Seite zu spüren. Die Umfragen waren ja detailliert schief, wenn man das heute so sagen kann. In vielen Bundesstaaten entsprachen sie nicht dem Ergebnis. Was Frau Hassel gerade erklärte, stimmt ja, und man kann es ja sogar noch detaillierter ausführen. Trump hat bei den männlichen weißen Wählern ein bisschen Unterstützung verloren und bei all den Gruppen, die Sie gerade nannten, Frau Hassel, gewonnen. Sowohl bei Schwarzen, also bei Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen, als auch bei anderen Wählergruppen, die ihn vor 4 Jahren noch nicht so unterstützt hatten. Was wissen wir nicht über die USA? Also wenn 68 Millionen oder sogar noch mehr Menschen Donald Trump wählen, was haben wir da nicht gesehen? Herr Kornblum, bitte. Naja, ich würde anfangen mit dem Argument, es handelt sich nicht um die USA. Ja. Es handelt sich um die westliche Welt. Und man merkt in der Diskussion in Deutschland, gerade heute haben wir es wieder gesehen, dass man versucht immer die USA zu analysieren. Was ist mit Amerika los? Was verstehen wir nicht über Amerika? Diese Definition gibt es nicht mehr. Und es ist nicht wegen Amerika noch wegen Europa, sondern es ist wegen den gewaltigen Änderungen, die schon stattgefunden haben, die eigentlich noch in ihren Anfangsphasen sind. Und was Europa vor allem, meine ich, verstehen muss, nicht, wenn Sie fragen, wie kann Europa Amerika besser verstehen in diesem Moment, dann frage ich mich, wie kann ich Amerika besser verstehen in diesem Moment. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt, die durchgehenden Änderungen und die auch Zerstörungen, die stattgefunden haben in den letzten 30 Jahren, wo wir meinten, wir waren am Ende der Geschichte, waren wir eigentlich am Anfang der Geschichte. Es ist eine neue Geschichte. Und so für Europa ist am wichtigsten, nicht unbedingt zu verstehen, warum der Wähler in Indiana oder so wählt, wie er wählt, sondern zu verstehen, dass diese Prozesse, die stattfinden, die fast immer in Amerika zuerst anfangen, in der westlichen Welt, dass sie schon in Europa sind. Es gibt genau dieselben Tendenzen, und auch dieselben politischen Entwicklungen in Teilen von der Europäischen Union zum Beispiel. Brauchen wir keine Beispiele zu nennen. Aber was, so, meinen, das, bitte?
Entschuldigen Sie, was meinen Sie genau? Welche Entwicklung meinen Sie genau? Die Menschen, die sich entkoppelt fühlen von der so irrsinnig beschleunigten technologischen Entwicklung oder fehlen? Teils das, das ist sehr wichtig, aber es ist auch die Entwicklung der Gesellschaft. Eine Sache, die sehr zu Unruhe führt in Amerika zum Beispiel, sind die sehr positiven Ergebnisse der verschiedenen Bürgerrechtsbewegungen. Ich meine nicht nur die Afroamerikaner, sondern der gleichgeschlechtlichen Ehe, die Rolle der Frau zum Beispiel, etc. etc. Wir haben gleichzeitig mit dem Ende des Kalten Krieges haben wir einen unglaublichen internen Entwicklung durchgemacht, wo für viele, viele sogenannte normale Menschen, ich sagte Männer, aber ich meine Menschen, die Welt nicht mehr in Ordnung ist. Und das hat man, jedes Stück von dieser Entwicklung hat man auch hier, teilweise sehr dramatisch, ein paar Länder könnte man nennen, aber teilweise zum Beispiel, es gibt in Deutschland, wird in Amerika zum Beispiel hochgelobt für seine Corona-Politik. Nur es gibt auch Zehntausende, vielleicht Hunderttausende hier, die auf die Straße gehen, um gegen die Masken zu demonstrieren. Ich glaube, der größte Sprung, das Europa jetzt machen muss, ist nicht mehr auf Amerika zu schauen und sagen, das ist unser Supermarkt, das ist auch unser Schützer etc. etc., sondern man muss die atlantische Welt jetzt als eine Einheit sehen, wie sie immer war, und sehen, dass Europa genau dieselben Prozesse durchmachen wird. Ich erwarte riesen Umwälzungen in Europa in den nächsten Jahren. Aber zur gleichen Zeit, dass es wichtig ist, dass man eine neue Definition, auf Deutsch benutzt jetzt das Wort Narrativ, man braucht ein total neues Narrativ. Und die Frage ist nicht Amerika verstehen, sondern uns selbst zu verstehen. Herr Gabriel, stimmen Sie zu? Und ja, wenn Sie zustimmen, eine Frage noch angehängt, kann es und wird es einen Donald Trump in Europa, in Deutschland geben? Ja, das ist, in Frankreich ist sowas möglich durch das Präsidialsystem. Und wir werden erleben, dass der französische Präsident Macron natürlich auch in ähnliche Auseinandersetzungen verwickelt wird, wie er es schon war mit Le Pen. In solchen Ländern wie der Bundesrepublik ist das weit schwieriger. Erstens funktioniert unser Parteiensystem trotz aller Schwächen immer noch besser als zum Beispiel das in Frankreich. Und wir haben einfach ein anderes Wahlsystem. Trotzdem hat Herr Kornblum recht. Nicht nur damit, dass wir dieses Sprichwort vergessen, wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, dann gibt es immer drei Finger, die auf einen zurückzeigen. Und das gibt genau das, nicht in der Größenordnung, aber jedenfalls in der Tendenz, was Herr Kornblum beschreibt. Das ist ja eine Koalition, die sich dort zusammengefunden hat unter Trump, die nicht immer alles gemein haben, aber die vermutlich eins gemein haben, dass sie so eine Anti-Establishment-Bewegung gibt, die der Politik nichts mehr glauben, den Medien nichts mehr glauben. Das finden sie bis tief hinein in die Wählerschichten der demokratischen Parteien, auch in Deutschland. Die USA sind ein Land, das Land in der OECD, wo sie am genauesten den Lebensweg eines Menschen vorhersagen können, indem sie sich anschauen, was dessen Eltern waren. Hm. Also die mangelnde soziale Mobilität ist in dem Land des American Way of Life und des American Dream unfassbar gering geworden. Naja, wenn wir bei uns hingucken, wir haben auch neuen Bildungsfeudalismus, wo die Beziehungen der Eltern mehr darüber aussagen, was aus dem Kind wird, als dessen Leistungsfähigkeit. Wir haben Gruppen, an denen die Debatten von Politik und Wirtschaft und Medien komplett vorbeigehen. Nicht nur bei Corona, sondern ich will das gar nicht diskreditieren, dass es eine Diskussion gibt, wie man jetzt Geschlechtergerechtigkeit in Sprache und Schrift ausdrückt. Ich gebe allerdings zu, dass ich in einer Umgebung lebe, bei der das Menschen weniger beeindruckt und dass die sich eher die Frage stellen, wie sie morgen noch zur Arbeit kommen, nachdem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass in den nächsten Jahren der Arbeitsplatz, den sie in der Automobilindustrie haben, nicht mehr existieren wird. Das ist ja übrigens auch eine Erfahrung in den USA, dass letztlich Bill Clinton Recht behalten hat. Der hat mal gesagt, it's the economy, stupid. Auf Platz Nummer eins, wenn ich die Wahlforschung der USA jetzt richtig gelesen habe, steht die Sorge um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Ich bin nicht so... Als bei den Trump-Wählern, ja. Bei den Trump-Wählern. Und die Demokraten, denen ist nicht über den Weg getraut worden, was das Thema angeht.
Und es ist ohnehin, fand ich, relativ mutig, mit der Ankündigung von Steuererhöhungen in den Wahlkampf zu gehen. Also mindestens mal bei uns ist das ein Zeichen von Mut. Scheinbar in den USA auch. Und also es ist vielleicht manches gar nicht so unerklärlich, was da stattgefunden hat. Das eigentlich Unerklärliche ist, dass sich diese Koalition hinter Trump versammelt hat und offensichtlich den politischen und wirtschaftlichen Eliten in Washington so wenig traut, dass sie eher mit ihm glauben, ihre Interessen durchsetzen zu können. Und ich würde sagen, Herr Kornblum hat recht. Da gibt es manches draus zu lernen. Und ich meine, auch in Deutschland, zum Beispiel in meiner Partei, gibt es gelegentlich den Irrtum zu glauben, dass die Summe der Politik für Minderheiten eine Mehrheit ergibt. Das ist nicht so, sondern es gibt eine Akzeptanz für Politik für Minderheiten, wenn die Mehrheit den Eindruck hat, dass ihre Interessen auch im Mittelpunkt der Politik stehen. Und das sind in der Regel die Interessen der Arbeitsgesellschaft. Und ich glaube, man kann eine Menge auch für, man kann nicht eins zu eins kopieren als Analyse, was in den USA passiert hat, dass das hier auch sei. Aber es gibt schon ein paar Dinge, wo ich finde, das gibt Gründe zur Nachdenklichkeit, auch was uns selbst angeht. Ich bin vor 4 Wochen aus New York zurück nach Deutschland gekommen und hatte aus der Ferne erwartet, in eine Gesellschaft zu kommen, die ganz solidarisch und auch präzise, strategisch geschickt dem Virus begegnen würde, und bin dann aus der Nähe, also jetzt bin ich hier, überrascht davon, wie brüchig das eigentlich ist. Frau Hassel, Sie kennen beide Gesellschaften sehr gut. Sie haben in Amerika gelebt, Sie leben jetzt hier. Wie vergleichen Sie, ist jetzt eine sehr große Frage, allumfassende Frage, wie vergleichen Sie die Gesellschaften und was ähnelt dem, was wir hier haben, nein, von dem, was wir hier haben, was ähnelt dem, was es in Amerika gibt? Also inwiefern lässt sich das, was in Amerika gerade passiert, übertragen, ist in Wahrheit meine Frage. Zwei Antworten, auch wenn es eine sehr große Frage ist und ich zu einem langen Monolog ausholen würde, müsste, ja, Gottes Willen, nicht will. Nein, aber ich sage jetzt mal wirklich in a nutshell. Ich glaube, zum einen kann man sehr viel vergleichen. Da bin ich absolut bei Ambassador Kornblum. Wir sollen aufhören, nur zu analysieren und vielleicht noch mit so einer Art verstörtem Zublick, was in Amerika passiert, sondern all das haben wir schon hier, haben wir in Europa, haben wir in Teilen in Deutschland. Und da bin ich absolut einer Meinung mit ihm. Und auch zu begreifen, dass es jetzt darum geht, den Westen, wie wir ihn verstehen und wirklich groß gemeint, den Westen gemeinsam zu verteidigen. Und das richtet sich an uns. Ich glaube, es gab ein Irrtum, dass hier auch in der Regierung und auch in der Bevölkerung gedacht wurde, wir halten jetzt mal so leicht die Fahne des Westens hoch, bis eben in Amerika wir die Phase Trump überwintert hätten, und dann nehmen die Fackel schon wieder und dann können wir wieder weitermachen wie bisher. Also das müssen wir verstehen. Das ist die eine Sache. Die zweite, was am meisten unterschiedlich ist, ist, dass es in Amerika wirklich ein solches, ich sage jetzt mal, Bedürfnis nach eigener Freiheit gibt, dass man staatlichen Schutz, staatliche Reglementierung eigentlich nicht will oder nur sehr dosiert will. Und das gleichzeitig bei uns in Deutschland auf jeden Fall als eine solche Angst vor Freiheit immer noch gibt, oder wenn Freiheit nur in sehr homöopathischen Dosen, dass man irgendwie immer noch darauf setzt, dass der Staat schon alles regelt und ordnet. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, und ich glaube, gesund wäre der Mittelweg, um es jetzt auch direkt mal zu sagen. Aber bei der Corona, beim Frage, wie handelt ein System Corona, ist es so, dass trotz Querdenken, also dieser großen Bewegung und sehr, sehr breiten, wo von Globuli-Anhängern und Homöopathie-Anhängern bis ganz rechts ja alles irgendwie untergehakt auf der Straße ist, aber dass die große Mehrheit der Deutschen, das muss man ja schon sagen, und das immer noch hinter der Politik, die im Moment gemacht wird, in Corona steht. Und dass, wenn wir über Populismus gesprochen haben, es, glaube ich, sehr entscheidend ist, ob Probleme angegangen
benannt, erklärt und gelöst werden. Und dass im Moment die neuesten Zahlen dieses sogenannten Populismusbarometers auch sagen, dass Populismus in Deutschland leicht auf dem Rückzug ist, weil das die Wahrnehmung im Moment, das ist fragil, das kann auch schnell wieder umschlagen, das wissen wir, aber im Moment zumindest bei Corona noch das Gefühl ist, es werden Dinge zumindest angegangen und in Teilen gelöst. Das kann schnell umkippen, da ist viel einfach auch beruhigt, was dann auftritt. Aber das wäre für mich jetzt der Versuch, auf Ihre breite Frage zumindest ein bisschen zu antworten. Herr Kornblum, missverstehen die Deutschen die Amerikaner auch deshalb, weil wir nicht verstehen, wie ausgeprägt das Freiheitsdenken in Nordamerika ist, wie wenig die Regierung für etwas verantwortlich gemacht wird oder wie sehr der Regierung misstraut wird? Also sind die Unterschiede viel größer, als wir eigentlich ahnen? Ja, das würde ich sagen. Zum Beispiel Krankenversicherung. Mhm. Das ist bei uns eine große Debatte. Das wird jetzt wegen Corona eine noch größere Debatte sein. Und es ist für viele Amerikaner, wie auch ich, aber noch viel mehr für Europäer, kaum zu verstehen, dass Millionen von Amerikanern eine allgemeine Krankenversicherung ablehnen. Ich verstehe es immer noch nicht, ehrlich gesagt, aber das ist egal. Es ist der Fall. Und teilweise ist das, ich habe auch mit solchen Menschen gesprochen, und teilweise ist es, sie sagen, man nimmt uns unsere Freiheit weg, wenn man uns sagt, dass wir in eine Krankenversicherung gehen sollen. Wir würden viel lieber ohne Krankenversicherung sein, wenn das ein Tausch, dass wir unsere Freiheit verlieren. Der Freiheitsbegriff ist anders in Amerika, deshalb sind wir alle da. Der Stamm von Amerika, darunter bin ich auch, alle vier Großeltern von mir kamen aus Europa. Der Stamm in Amerika ist, zieht von einer Gruppe, die freiwillig nach Amerika gegangen sind, weil sie irgendwie Europa nicht aushalten wollten, aus für tausend verschiedenen Gründen. Und wenn sie da angekommen sind, und das habe ich als Kind auch tausendmal gehört, wenn die da angekommen sind, waren sie in ein besseres Land gekommen. Ein neues Land, ein freies Land, ein Land, wo es keinen König gab oder keinen Staat gab. Und das muss man verstehen. Das ist aber auch nicht schwierig. Das auch Kinder verstehen das. Das kann man machen. Aber wenn man auch dies, für uns Amerikaner ist es denn wichtig, das zu verstehen, dass der Freiheitsbegriff in Europa anders ist, ist es eher gesellschaftlich, sozial definiert. Das ist auch nicht falsch. Und deshalb ist das Ergebnis müsste natürlich eine Synthese sein. Und ich glaube, nur ein letztes Wort zu dem Anfängen. Alle diese Prozesse sind schon unterwegs in Europa. Und Herr Gabriel hat Macron angesprochen, den ich sehr verehre. Nur der ist ein Populist. Der hat das Parteiensystem von Frankreich kaputt gemacht. Der hat eine ganz neue Struktur aufgebaut, zentriert auf Macron selber. Dieses System wird sich nicht lange halten. Man sieht schon, dass in Frankreich es auch sehr viele Menschen, die das einfach nicht akzeptieren. Wie gesagt, ich finde Macron fantastisch, aber man muss ehrlich sein, wenn man sieht, welche Prozesse, oder in Italien gibt es genau dieselben Wirkungen. In Polen und Ungarn gibt es was anderes. Deutschland wird, die Gefahr für Deutschland ist, dass Deutschland sich als sozusagen Ausnahme der Stabilität sehen wird und alle diese Entwicklungen in Europa ablehnen wird, weil sie nicht stabil genug sind und im Endeffekt durch diese Stabilität verlieren wird. Sehr interessanter Punkt. Herr Gabriel? Ich hatte eigentlich eine andere Frage, aber haben Sie dazu eine Meinung? Das würde ja bedeuten, dass sich Deutschland in Ehren selbst isolieren würde, wenn ich Ambassador Kornblum richtig verstehe. Naja, ich würde erst mal sagen, dass an einer Stelle zu weit geht. Die Zerstörung der französischen Parteien haben die französischen Parteien selbst hingekriegt. Hm. Dafür brauchte man Macron nicht. Er ist der Profiteur der Zerstörung dieser Parteien. Wie das übrigens meistens ist, also Populisten kommen ja nicht an die Regierung, weil sie selber so gut sind, sondern weil die Liberalen dann versagen. Aber im Kern, was betrifft Deutschland? Ja, es gibt ja seit
in geraumer Zeit, Robert Kagan ist zum Beispiel so jemand, die in Amerika die Diskussion führen, ja, Deutschland ist ein liberales Land, das hat sich sehr geändert, aber was passiert eigentlich mit diesem großen Deutschland, wenn um dieses Deutschland herum lauter Illiberalität entsteht und dann auch noch das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten brüchig ist? Was wird dann daraus? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil sie was Apokalyptisches bei sich hat. Derzeit gibt es jedenfalls noch nicht Anzeichen dafür, dass diese populistischen Bewegungen sich in solcher Dramatik bahnbrechen, wie das in den Vereinigten Staaten der Fall gewesen ist. Das hat auch was damit zu tun, dass die sozialen Kohäsionskräfte in den meisten europäischen Mitgliedstaaten doch deutlich größer sind, wegen des von Herrn Kornblum beschriebenen anderen, wie soll ich sagen, anderen historischen Einordnung des Freiheitsbegriffes. Hier Amerika als Einwanderungsland, da geht man hin, ohne dass man irgendeinen Anspruch hat, dass einem einer hilft. Da will man hin, weil man glaubt, dass man dort sein Leben selbst in bessere Hände nehmen kann oder in die eigenen. Die Entwicklung in Europa ist eine deutlich andere. Hier ist der Versuch unternommen worden, Freiheit und Verantwortung zusammenzubinden. Am deutlichsten sehen Sie das in der deutschen Verfassung, die sozusagen das eine Extrem des Nationalsozialismus vor Augen hatte und das andere Extrem des Kommunismus. Aber daraus entstanden sind eben doch Kohäsionskräfte, die die Vereinigten Staaten nicht kennen. Es gibt eben diese Form der Krankenversicherung, nicht nur in Deutschland. Es gibt den Welfare State, selbst noch in Großbritannien, wenn auch rudimentär gegenüber dem, wie er früher existiert hat. Sie haben die skandinavischen Länder, Sie haben Österreich. Deswegen, ich bin ein bisschen zurückhaltend mit solchen apokalyptischen Beschreibungen, aber eins stimmt, das bleibt nicht von alleine so. Und was ich interessant fand, es gibt eine, Herr Kornblum wird das kennen, eine trilaterale Kommission, die ist mal von Rockefeller begründet worden. Da sitzen Asiaten, Japaner und Europäer drin. Der europäische Vorsitz hat Jean-Claude Trichet inne. Und diese Gruppe diskutiert, und zwar auf Anregung der Amerikaner, wie man eigentlich Globalisierung sozial bändigen kann. Weil offensichtlich selbst in Amerika klar geworden ist, dass das, was wir in den Nationalstaaten häufig geschafft haben, nämlich ein Einhegen des Kapitalismus, ein soziales Abfedern seiner Auswüchse, ein Ausgleich, dass sowas international nicht existiert und dass wir 30 Jahre lang die Forderung hatten, weg mit allen Grenzen. Grenzen für Daten, für Kapital, für Finanzen, am Ende auch für Menschen. Und dass nach 30 Jahren Debatte Öffnung der Grenzen jetzt eine Debatte in unseren Gesellschaften stattfindet, wo ist eigentlich die Grenze der Öffnung? Und die Antwort gibt es noch nicht. Trump hat eine Antwort gegeben, die wir nicht geben wollen, Grenzen sozusagen physisch wieder errichten. Aber ich glaube, dass man sich dieser Diskussion von Sicherheit im Wandel, von Sicherheit und Öffnung, dass man sich der stellen muss und dass es nicht möglich ist, sich dem weiter zu entziehen mit dem Argument, am Ende gibt es diesen berühmten Trickle-Down-Effekt und alle werden was davon haben. Das genau ist nicht der Fall. Und dass das eine Debatte ist, die ausgelöst wurde von Amerikanern in dieser trilateralen Kommission, das finde ich, und zwar deutlich vor der Wahl jetzt, das finde ich einen erstaunlichen Prozess und ich glaube, der kann sehr fruchtbringend sein. Gerade das, was Sie sagen, dass der Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert habe, das ist ja die nordamerikanische Erfahrung der letzten 40 Jahre, ja, dass so viele Menschen erlebt haben, dass Realeinkommen nicht mehr gestiegen sind und das widersprach dem amerikanischen Traum. Wenn ich hier kurz nach rechts unten schaue, da liegt mein Mobiltelefon und da kommen die Publikumsfragen herein. Ich möchte an das, was John Kornblum gesagt hat, anschließen und das gleichzeitig mit mehreren Fragen, die hier gekommen sind, koppeln. Inwieweit ist das komplizierte Verhältnis der Europäer zu Donald Trump auf kulturelle Unterschiede, die gerade angesprochenen, nämlich zurückzuführen, Frau Hassel? Ich frage mich. Nee, Frau Hassel, frage ich. Dann gerne Sie, aber im Moment bin ich gleich in der Nachricht.
Ich glaube erstmal, dass es allen Umfragen zum Trotz, nachdem die Deutschen mit überwältigender Mehrheit für Joe Biden wählen würden, durchaus, und da sind wir wieder bei einer möglicherweise schweigenden, gar nicht so, also keine Mehrheit, aber ich glaube, es gibt jenseits der Umfragen mehr Zustimmung zu bestimmten Positionen von Donald Trump auch in Deutschland, als man so denkt. Das erstmal voraus dann gestellt. Dann sind es ganz grundsätzliche Dinge. Wir haben ein paar schon diskutiert gehabt, aber die überwältigende Frage ist, wie gehen wir um mit Globalisierung, die uns verschreckt? Wie, was Herr Gabriel sagte, wo können wir Grenzen setzen, der aber in dem Fall jetzt Grenzen, die uns Sicherheit geben und nicht nur im Sicherheitsbegriff im eng gefassten, sondern eine Begrenzung, Beschützung, Behütung von dessen der Welt, wie ich sie kannte, meinem Leben, wie ich es behalten will, den Themen, die ich weiter haben möchte, egal was der Mainstream jetzt vorgibt. All diese Dinge spielen ja auch dahinter. Da kommen wir weniger ins Soziale als ins Kulturelle. Ich glaube, das spielt sehr wohl auch hier eine Rolle. Und insofern, mir wäre nur eine Sache noch wichtig, weil ich jetzt auch zugehört hatte, als es so apokalyptisch wurde in Teilen oder wir das so gestreift haben, geht es mir darum, dass man einfach auch sehen muss, wo sich Dinge aber auch positiv mal entwickeln. Also ja, Europa ist gespalten, wie man mit Präsident Trump oder Amerika umgeht, aber gerade eben vor 2 Stunden hat sich nach langen, langen Hin und Her die EU darauf geeinigt, einen Rechtsstaatsmechanismus einzusetzen. Das heißt, ganz konkret gesagt, Staaten, die innerhalb der EU, und wir wissen ja alle, an die, wen wir da denken, gegen unsere demokratischen, rechtsstaatlichen Werte und Normen verstoßen, die werden sanktioniert und das kann richtig teuer werden. Das zeigt ja schon, dass man begreift, dass irgendwie die Werte, über die wir ja jetzt die ganze Zeit sprechen, verteidigt werden müssen und dass es da wehrhaft sein muss und dass, wenn man dagegen vorgeht und ein anderes Demokratieverständnis hat, dass das auch was kosten kann. Und insofern würde ich jetzt einfach mal noch einmal sagen, wenn Politik Probleme anspricht und auch beginnt zu lösen und wenn gleichzeitig innerhalb der EU jetzt das nicht nur als furchtbare, verschreckende Herausforderung gesehen wird, sondern auch angenommen wird, selbstbewusst und gehandelt wird, muss es nicht so apokalyptisch kommen, wie wir das jetzt in Teilen skizziert haben. Und doch wissen wir alle, wie mühsam die Prozesse sind und wie lange das dauert, nicht wahr? Ja, aber trotzdem, es ist ein Signal. Ja klar, nein, das stimmt schon. Herr Kornblum, kommen wir mal zu Joe Biden und wissend, dass wir das im Konjunktiv diskutieren sollten und mit aller Vorsicht, weil ja immer noch diverse Dinge möglich sind in den USA. Was wäre denn konkret von einer Biden-Administration zu erwarten? Was würde sich ändern im transatlantischen Verhältnis? Ich bin jetzt in der Außenpolitik. Bei Biden, meinen Sie? Mr. Ambassador, yes. Bei Biden, bei einer Biden-Regierung. Zuerst wurde er alles versuchen, wiederherzustellen. Das hat er schon gesagt. Er würde versuchen, die Beziehungen besser zu machen. Er würde anbieten, wieder multilateral zu handeln, etc., etc. Aber das wäre natürlich nur der Anfang. Die Frage ist, was nachher passiert. Man redet jetzt über die Schwächen der Amerikaner oder die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft. Aber zur gleichen Zeit redet man über die digitale Souveränität. Weil die amerikanische Gesellschaft Entwicklungen hervorgebracht hat, Firmen gegründet hat, Prozesse gegründet hat, die teilweise noch viel wichtiger sind als die amerikanische Regierung. Wer ist der einflussreichste Amerikaner in Europa im Moment? Nicht der amerikanische Präsident, sondern Bezos oder Zuckerman oder wer das alles ist.
So, das ist ein Beispiel, wo man muss wirklich verstehen, was oder versuchen zu definieren, was los ist. Und Biden, ich kenne ihn sehr gut, der wird wirklich alles tun, um das alles wiederherzustellen. Nur dann wird kommen, was machen wir mit der Regulierung der digitalen Welt? Was machen wir mit Klima? Was machen wir mit Flüchtlingen? Die Mauer an der EU-Südgrenze ist noch viel dichter und noch viel bedrohender als die Mauer an der amerikanischen Südgrenze zum Beispiel. Und so die Sachfragen sind viel wichtiger als die normalen Beziehungen sind. Letzter Punkt. Wir kommen in eine Phase der radikalen Demokratie. Die Demokratie, die durch Daten, die durch Verbindungen, die durch Netzwerken, die durch Social Networks. Social Networks sind ein sehr gutes Beispiel für radikale Demokratie. Jeder fühlt sich frei in dieser Demokratie, aber diese Demokratie ist teilweise auch zerstörerisch für die politische Demokratie. Und alle diese Probleme versteht Biden bestimmt, aber kann er nicht unbedingt handhaben alleine oder vielleicht kann die westliche Gesellschaft sie überhaupt nicht handhaben. Und dann gibt es mehrere tausend Kilometer weg ein anderes Beispiel, ein Gegenbeispiel, wo es kein Corona gibt, angeblich China, wo die Artificial Intelligence viel schneller entwickelt wird, etc. etc. Wir leben eigentlich einer Zeit aus meiner Kindheit, wo man viele behauptet haben, der sowjetische Kommunismus ist vielleicht nicht schön, aber er meistert die Probleme der modernen Gesellschaft besser, als wir das tun können. Oder Anfang der 80er Jahre hat man gesagt, Japan wird die Zukunft bestimmen, weil sie vielleicht nicht so viel Spaß bringen haben wie die Amerikaner und die Europäer, aber sie wissen zu organisieren. Wir kommen wieder in diese Phase, wo unsere freiheitliche Ordnung, die auch in seiner deutschen Vision ziemlich chaotisch ist, glücklicherweise, dass unsere freiheitliche Vision vielleicht, und mindestens behauptet wird, nicht gerecht ist für diese neue Phase, die wir kommen. Das ist die größte Herausforderung. Und Joe Biden versteht das, nehme ich an, aber er wird das auch nicht nur begrenzt beeinflussen können. Es gibt ja, kurze Nachfrage, Mr. Ambassador, Zweifel an Joe Biden schlicht wegen seines Alters. Glauben Sie, dass er die Kraft noch hat, all die Dinge so anzugehen, wie Sie es gerade beschrieben? Und dann kommen ja noch die diversen innenpolitischen hinzu. Ja, werden wir sehen. Ich hoffe es. Aber es ist sehr oft gemerkt worden, und das hat auch mit der Psychologie zu tun, dass diese Wahl das erste Mal ist, wo beide Hauptkandidaten über 70 Jahre alt waren. Aber zweitens, Joe Biden hat mehr Stimmen jetzt schon registriert, populäre rechte Stimmen registriert, als jeder andere Kandidat in der amerikanischen Geschichte. Auch als Obama, ja. Ja, auch als Obama, auch als John F. Kennedy, alle. Und wir werden sehen. Ich, wie gesagt, ich kenne ihn wirklich gut. Der war Außenpolitiker, der war immer europaorientiert und dadurch kam ich sehr oft mit ihm in Verbindung. Ich finde ihn fantastisch. Nur er ist älter und das wird vielleicht eine Rolle spielen. Aber noch viel roller ist, viel wichtiger ist, meine ich, welche sind eigentlich die Möglichkeiten eines amerikanischen Präsidenten im Moment, die echten Probleme oder Entwicklungen, die es gibt, überhaupt zu beeinflussen. Kann Joe Biden ein Regulierungsregime für die digitale Welt erfinden oder entwickeln? Zum Beispiel, die Antwort ist nein. Kann Joe Biden die Klimaentwicklung abhalten oder ändern? Die Antwort ist nein. Alleine ganz sicher nicht. Überhaupt, ja, kaum. Etc. Sie verstehen, was ich meine. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Phase, die auf der einen Seite äußerst demokratisch sein wird. Jeder mit einem Smartphone kann sagen, ich bin souverän, ich kann machen, was ich will. Zur gleichen Zeit, wo der soziale Zusammenhalt und das Fundament von einer modernen Gesellschaft sehr in Frage gestellt wird.
Herr Gabriel, Sie hatten vorhin einmal angesprochen, wie sehr sich die amerikanische Gesellschaft verändert habe, dass also Migranten, die heute kämen, eben keine Europäer mehr seien und dass sich schon deshalb das Interesse der USA anderswohin richte. Es kommt ja noch das politische, geopolitisch-strategische Interesse der USA hinzu, das sich verschoben hat Richtung China, wie wir alle wissen. Wenn jetzt Joe Biden diese Verbindung zu Europa hat, die er ja mehrfach auch schon dokumentiert hat, wenn ich jetzt das Jahr nicht verwechsel, war er 2019 zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hat leidenschaftlich gesagt, we will be back, also auch im transatlantischen Verhältnis. Bedeutet das tatsächlich dann eine Stärkung des transatlantischen Bündnisses oder glauben Sie, das ist in Wahrheit vorbei? Die USA blicken nach China, blicken in den pazifischen Raum und Europa muss seine Probleme selbst lösen. Also erstmal würde ich sagen, dass es in unserem europäischen Interesse ist, dass die USA in den pazifischen Raum schauen. Also erstmals waren die USA waren immer eine pazifische und eine atlantische Nation. Ich meine, das macht sie ja als Supermacht aus. Aber es stimmt, sie werden weniger europäisch und mehr pazifisch und das liegt in unserem Interesse. Denn wir spielen bei der Frage, wie man diese Region in der Balance hält, keine Rolle. Freedom of Navigation in der chinesischen See werden wohl nicht wir Europäer herstellen können, auch wenn Frau Kramp-Karrenbauer gerne mal eine Fregatte dahin schicken will. Also das wäre was für Minister Scheuer. Ja, dieses Problem ist ja, unsere Fregatten würden ja nicht es wahrscheinlich immer bis dahin schaffen. Das ist ja unser Problem. Aber ernsthaft zurück. Wenn wir sehen, dass sozusagen die Machtachsen der Welt sich verschoben haben, übrigens wie zuletzt mal bei der Entdeckung des Seewegs nach Amerika. Davor hatten wir, war Venedig eine Weltmacht, weil die Machtachsen und Handelsachsen durch das Mittelmeer gingen. Dann 600 Jahre lang war der Atlantik das Gravitationszentrum. Jetzt ist es der Pazifik, der Indopazifik. Dann haben wir ein großes Interesse daran, dass unser wichtigster Alliierter dort sozusagen präsent ist, weil wir es selbst nicht können. Mhm. Aber das hat natürlich Folgen. Das sehen wir jetzt schon. Da, wo Amerika die Straße verlässt, dringen andere ein. Es gibt eben kein Vakuum in der internationalen Politik. Es gibt ja viele in Deutschland auch, die gesagt haben, endlich ist der Weltpolizist mal weg von der Straße. Aber wir sehen, kaum ist der Weltpolizist weg, kommen die Gangster. Das ist wie im richtigen Leben. Und sozusagen, was wird Europa da tun? Und das, glaube ich, wird uns besonders herausfordern. Ich finde ja die Idee von Macron, einen europäischen Sicherheitsrat zu bilden, in dem die Briten Sitz und Stimme haben sollen, obwohl sie nicht mehr in der EU sind, das finde ich mal einen richtig guten Vorschlag. Hm. Also einfach erstmal zu trainieren, den gleichen Blick auf die Welt zu haben, bevor man sagt, was man tut. Das Zweite ist, ich glaube, wir werden in Amerika erleben, dass auf längere Sicht ausfällt als globale Ordnungsmacht. Nicht nur wegen der Verschiebung in den Pazifik, sondern ein Land, das so tief gespalten ist, bei dem es keine Mehrheit dafür gegeben hat, dass es einen New Green Deal gibt. Die Mehrheit hat Biden nicht bekommen. Er hat einen Senat, der ist genauso republikanisch dominiert, wie das bei Obama der Fall war. Er kann jetzt per Executive Order wieder zurück ins Klimaschutzabkommen, aber rechtlich verbindlich kann er das Klimaschutzabkommen wieder nicht machen, weil er dafür die Mehrheit im Senat braucht. Das Gleiche gilt fürs JCPOA. Also wir werden eher eine limitierte Möglichkeit Amerikas sehen, einfach weil das Land so zerrissen ist. Und das Zweite ist, ich glaube, der große Vorteil von Joe Biden ist, dass er ein Interesse an Allianzen hat. Er weiß eben, dass auch für Amerika im 21. Jahrhundert dieses Spiel Bowling Alone letztlich gefährlich ist. Trump hat diese Vorstellung gehabt, wie gesagt, so die großen Jungs der Welt machen so die Deals, Yalta 2.0 und Allianzen ist nicht so wichtig. Biden weiß, dass der historische Multiplikator amerikanischer Macht die Fähigkeit zur Bildung von Allianzen war. Das kann Russland nicht, das kann China nicht, gibt keinen Freund Chinas oder keinen Alliierten Russlands, es gibt Abhängige, aber mehr nicht. Und Biden wird das versuchen wieder zu beleben. Und das heißt für uns Europäer, dass wir die Chance auf eine Revitalisierung multilateraler Institutionen mit ihm haben.
Wenn die USA, Europa, Japan, Südkorea, Neuseeland, Australien sich unterhaken und den Chinesen gegenüber sagen, wo wir von ihnen erwarten, dass sie an der WTO sich an Spielregeln halten, die WTO reformen oder es hat gemeinsame Konsequenzen, das macht einen Unterschied. Wenn wir immer versuchen, bilaterale Deals mit den Chinesen zu machen, mal die Amerikaner, mal die Australier, mal wir, ist das ein Spiel, das die Chinesen gewinnen, aber nicht wir. Wie ist das mit der Weltgesundheitsorganisation, die natürlich eine Reform bedarf? Wie ist das mit einer weltweiten Pandemiebekämpfung? Ich meine, es ist für mich unvorstellbar, dass unter einem Präsidenten Biden es unmöglich gewesen wäre, zu einer gemeinsamen Konferenz zusammenzukommen und die Frage zu klären, wie man die Pandemie bekämpft. Die Außenminister haben sich unter Trump auch mal getroffen und sind ergebnislos auseinandergegangen, weil sie sich nicht auf den Namen des Virus einigen konnten. Ja, weil die USA darauf bestanden hat, es China-Virus zu nennen. Daran sieht man, wo der große Vorteil von Biden sein wird. Er wird, da hat John Kornblum recht, er wird nicht unbegrenzte Macht haben, im Gegenteil. Es wird sehr limitiert sein. Manche Träume von Europäern werden sich nicht realisieren lassen. Übrigens, er wird protektionistisch sein. Jobs at home first, das wird ein demokratischer Präsident möglicherweise noch mehr machen als ein republikanischer. Aber es ist einer, der Allianzen will und der weiß, dass das ein Machtverstärker amerikanischer Macht ist und mit dem man internationale Institutionen reformieren und die Erosion beenden kann. Das, glaube ich, ist der eigentliche Vorteil von Biden. Frau Hassel, Biden hat gestern in seiner kurzen Rede sehr auf die Demokratie als solche abgezielt, also dass jede Stimme gezählt werden müsse, dass unbedingt das Ergebnis zu respektieren sei, dass er sich deshalb auch nicht vorzeitig zum Sieger erklären wolle. Wenn ich daran zurückdenke, was außenpolitisch betrachtet an der Trump-Regierung besonders irritierend war, dann ja seine Nähe zu Autokraten, seine Nähe zu Putin oder Kim Jong-un und dann sein Spott oder man kann es auch manchmal mehr als Spott nennen gegenüber Macron, Trudeau, Merkel. Die Frage zielt aber auf Joe Biden. Wird sich das verändern? Wird die Wertschätzung für Demokratie zurückkehren? Ja, ich kann da nahtlos anknüpfen an das, was Sigmar Gabriel gesagt hat. Mit Joe Biden käme jemand, der einfach die Welt wieder nicht nur einteilt in Vasallen und Gefolgsleute und Feinde, sondern einer, der wirklich aus tiefer Überzeugung sagt, als Partner werden wir besser Probleme lösen können. Und dazu gehören aber eben mehrere oder dazu gehört die andere Seite. Er streckt eine Hand aus. Wir als Europa müssen sie nehmen und dann ist ein Testcase wirklich ja erstmal ein Beweis zu führen, dass man auch wirklich transatlantisch gemeinsam partnerschaftlich vorankommt und dass nicht einer ziehen muss und zu all dem, was er sowieso innenpolitisch dann zu schultern hat und sowieso wenig Spielraum lässt für Aufmerksamkeiten und Kraftanstrengungen, aber den anderen noch mitschleift. Und das ist ja spannend. Also das heißt, unter Präsident Trump, weil sie den Bogen geschlossen hatten, da gab es ja zunächst so einen Wettlauf. Präsident Macron hat versucht, Bäumchen zu pflanzen und andere haben die Golfplätze bemüht und die Dritten sind irgendwie am liebsten gar nicht erst hingereist. Aber letztlich hat alles nicht funktioniert. Jetzt liegt es an Europa und damit kommen wir immer wieder auf Deutschland und Frankreich als die immer noch wichtigsten Player innerhalb der EU zu beweisen, dass das wirklich besser funktioniert. Und wenn man dann sagt, ja, was könnte denn das heißen? Dann ist es natürlich so, dass man zum einen arbeitsteiliger vorgeht. Da, wo zum Glück sich Amerika stärker engagiert oder überhaupt engagiert eben gegenüber China, dass man gemeinsam überlegt, was könnte eine transatlantische Offensive gegenüber China sein. Und absolut klar, wenn da eben auch in Deutschland weniger noch an Handelspolitik gedacht wird und noch stärker an ein gemeinsames Signal und eine Botschaft, macht es das stärker. Ich weiß aber auch, dass jetzt schon die Berater oder potenziellen Berater von einem Präsident Joe Biden hier sich erkundigen, was man denn bei Klimaaußenpolitik machen könnte. Das ist jetzt so ein Wort, wo man über
überlegt, wo man sagt, okay, oder sagen könnte, sage ich jetzt mal, ihr Europäer, auch ihr wisst ein bisschen, wie man marktwirtschaftlich umgehen kann mit CO2-Handel, wie man das auch wirtschaftlich nutzen kann, dann lasst uns doch teilhaben. Da gibt es durchaus erste Überlegungen, Gespräche, könnte eine Möglichkeit sein, wo wir auch beisteuern können. Denn nochmal, der Testcase, der beweist, dass es wirklich gemeinschaftlich besser geht, den müssen wir ja jetzt wieder erneut erbringen. Ambassador Kornblum, die Schlussfrage geht an Sie. In den USA haben wir ja in den vergangenen Jahren eine tiefgreifende Polarisierung diagnostizieren können, die sicherlich nicht mit Donald Trump begann. Die begann nach meinem Verständnis lange vorher. Was aber kann eine neue Regierung, bleiben wir mal im Konjunktiv, was könnte eine Regierung Biden tun, um diese Polarisierung zu überwinden, die ja tief reicht? Ich meine, Menschen wohnen inzwischen je nach Parteizugehörigkeit in unterschiedlichen Stadtteilen. Republikaner heiraten keine Demokratinnen mehr. Das ist alles anders, als das früher mal in den USA war. Wie kann das Land das überwinden? Na, im Endeffekt kann er direkt sehr wenig machen. Aber wenn wir jetzt mehr oder weniger hier eine gemeinsame Analyse haben und wenn wir das, sagen wir, mit einem Virus vergleichen, das wir auch im Moment alle haben dasselbe Virus sozusagen. Ich glaube, wir haben alle auch dasselbe Virus von der Polarisierung, von des Auseinanderfallen von gesellschaftlichen Institutionen, von Konfrontation innerhalb der Familie zum Beispiel. Das haben wir auch alle. Ich glaube, Biden kann das nicht direkt beeinflussen. Der kann nur versuchen, erstens das Problem richtig zu definieren. Trumps Definition war, Amerika ist klein geworden, Amerika ist von seinen Freunden ausgenutzt worden, etc. etc. Wir müssen wieder groß sein, wir müssen wieder aggressiv sein. Das sind natürlich nicht die Antworten. Und das, glaube ich, allmählich versteht man das. Er macht auch einen schon großen Fortschritt, wenn er genau das Gegenteil von diesem, von MAGA, wie man sagt. Und dann wird er versuchen, Beziehungen wiederherzustellen. Aber wie gesagt, das Problem ist, die Entwicklungen, die wissenschaftlichen, aber auch die menschlichen Entwicklungen, das heißt, die großen Bevölkerungsbewegungen, die es jetzt gibt, auf allen Teilen der Welt, die sind wahrscheinlich schneller und kräftiger als jeder Politiker. Und so die große Gefahr ist, dass Biden ins Amt kommt und dann wirklich sehr wenig bewegen kann. Und dass nach 4 Jahren oder sagen wir 8 Jahre Demokraten, vielleicht kommt Frau Harris danach, dass man sagt, na schau mal, die Progressiven haben gar nichts erreicht. Und es ist viel wichtiger, dass wir jetzt noch eine richtig stramme Regierung haben. Und für Europa, nur ein letztes Wort zu Europa, es liegt im tiefsten europäischen Interesse, dass der Westen wiederhergestellt wird. Dass ja es nicht mehr von digitalen Souveränität gibt. Und nicht 40% der Deutschen, die sagen, denn mindestens in einer Umfrage, China wäre ein besserer Partner. Europa ist nicht zwischen Amerika und China gedrängt, sondern Europa ist Teil einer großen transatlantischen Supermacht. Und wir dürfen nicht vergessen, das Transatlantic Partnership, das auch von Frau Merkel unterstützt wurde, wurde im Endeffekt nicht möglich wegen Europa, nicht wegen Amerika. Wie viele Leute sind auf die Straße gegangen gegen diesen, wegen Chlorhühner oder irgend sowas? Also man muss anfangen, in Europa ein bisschen strategisch zu denken. Wenn man das tut, dann sieht man, die einzige richtige Zukunft für Europa ist als Teil dieser transatlantischen Supermacht und nicht irgendwie digital souverän ohne Chlorhühner. Schöner als mit diesem Bild können wir diese Runde nicht beenden. Ich danke ganz, ganz herzlich, auch im Namen der Zeit selbstverständlich, Ambassador Kornblum, Tina Hassel, Sigmar Gabriel, tausend Dank. Ja. Wir bedanken uns. Danke. Thank you.